Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Die zwei Mais. Und heute bin ich nicht alleine, wie ihr sehen könnt, denn neben mir, links von euch rechts, steht die Katja. Doch. Und rechts von mir, links von euch, steht der liebe Nikolai. Wir haben es endlich mal wieder geschafft, uns mal zusammen zu treffen. Sehr schön. In meiner alten Heimat. Ja, genau. Wir sind nämlich im Spreewald. Das ist wirklich total schön. Also wir sind zum allerersten Mal im Spreewald, Trixi und ich. Nikolai, du ja, glaube ich auch. Ja. Ne? Waren ja auch noch nicht. Ich so zum 300. Zum 300. Mal, ganz genau. Und ja, wir waren paddeln. Was macht man im Spreewald? Paddeln. Und wir haben uns unsere Packrafts mitgenommen und haben uns von Katja führen lassen. Aus ihrem Buch eine tolle Tour nachgefahren. Katja und ihre Mutti waren für uns die Guides gestern auf unserer tollen Tour. Der Anton, der kleine Sohn von Nikolai und Steffi, ist auch mit dabei. Steffi ist nicht dabei, deine Frau. Nee, die ist nicht dabei, genau. Genau, die ist aber schon zu Hause. Familie Wiegert ist aus dem Rückweg vom Skandinavienurlaub. Und wir haben uns halt hier mal getroffen und haben gedacht, wir haben zum einen erstmal die Möglichkeit, mal wieder zusammen zu packraften. Oder wir sind noch nie zusammengefahren mit dem Packraft. Nee. Ne? Also, und ja, natürlich auch mal den Spreewald kennenzulernen, so ein bisschen das schöne Wetter zu genießen. Und wir hatten wirklich gestern ein super, super tolles Wetter. Es war ideal zum Fahren. Es war nicht zu heiß. Wir haben ein bisschen Sonne gehabt. Es war echt total angenehm. Es gab ein Hafenfest am Bootshaus Renus. Nikolai war völlig begeistert. Ja, mit Volksmusik, mit einer Band, die da gespielt haben, eine richtige Kapelle. Das war schon echt total klasse. Und den Sorben, die wir hier haben. Genau. Wir haben schön gegrillt. Das war echt ein schönes Wochenende. Es hat total Spaß gemacht. Ja, und heute nutzen wir mal die Gelegenheit, dass wir alle mal zusammen quatschen können. Denn nach dem Intro erfahrt ihr, warum wir überhaupt hier sind. Ja, warum sind wir hier? Also natürlich zum Paddeln. Das ist der ursprüngliche Grund gewesen, warum wir uns gedacht haben, wir treffen uns hier. Natürlich, weil die beiden so nett sind. Ne? Klar, logisch. Aber der andere Grund war, denn wir haben ja im nächsten Jahr was ganz, ganz Großes vor. Denn wir wollen ein Nordlichter-Nugget-Treffen machen. Da habt ihr schon bei Nikolai und bei mir im Podcast gehört. Wir hatten auch die Katja schon beim letzten Podcast mit dabei als Gast. Katja hat schon viel erzählt zu dem Thema und wir haben auch schon ein Datum. Wir haben auch schon ein veröffentlichtes Datum, wann wir denn die Anmeldung freischalten. Und das könnt ihr alles bei uns im Nugget-Podcast nachhören. Wir markieren euch mal hier unten im Video ganz genau die Stelle, wo wir dann über das Thema Nordlichter-Nugget-Treffen sprechen. Vielleicht fassen wir es hier nochmal kurz zusammen. Und oder? Genau, wir würden sagen, wir fassen es mal kurz zusammen und das übergebe ich dann einfach mal an die Katja. Ne? Ja. Ja. Wie fange ich an? Ja, ich hatte ja die gute Idee, wir könnten uns ja mal da oben treffen. Ne? Auch wenn das hier fast ein Nordlichter-Nugget-Treffen gewesen wäre, können wir gleich noch was zu sagen. Aber wir wollen uns in Nordnorwegen treffen, dass wir auch mal Polarlichter mit dem bloßen Auge sehen können. Und da haben wir uns überlegt, machen wir doch mal das nördlichste Nugget-Treffen, was es hier gab wahrscheinlich. Und treffen uns mit Nuggets oder auch anderen Campern in Nordnorwegen an der Küste zwischen Senja und den Lofoten ist es etwa gelegen, an einem einsamen Fjord. Ein sehr schöner Campingplatz, den ich vom letzten Jahr kenne, weil ich dort auch Workshops gemacht habe. Wird es auch nächstes Jahr wieder geben. Und in der Woche dazwischen, vom 20. bis zum 24. Oktober, haben wir uns jetzt gedacht, machen wir mal ein Camper-Treffen, ein Nugget-Treffen. Man kann entweder mit dem Nugget oder mit einem anderen Camper anreisen und dort am Campingplatz übernachten. Oder für alle, die nicht so viel Zeit haben, aber trotzdem dabei sein wollen, gibt es auch Apartments dort. Und auch da kann man übernachten, dann mit dem Flieger, Mietwagen, was auch immer, anreisen. Also die zwei Optionen gibt es. Und es sind insgesamt 4 Nächte und 3 volle Tage plus An- und Abreisetag. Also genügend Zeit, um hoffentlich Nordlichter zu sehen, aber auch tagsüber sich auszutauschen. Ja, ja. Wir haben kleine Workshops uns überlegt. Also da sollte genügend geboten sein. Und alle anderen Infos findet ihr dann auf der Seite, die der Stebo gerade erwähnt hat und nochmal einblendet. Richtig. Und dort könnt ihr euch auch schon mal interessehalber anmelden. Wir haben noch keine offizielle Anmeldung, sondern wollten erstmal abfragen, wie viel Interesse besteht überhaupt. Das ist nicht so wenig. Also wir haben fast 100 Interessenten. Fast 100 Anmeldungen, also 100 Interessenten, genauso ist es. Ne? Genau. Ja, Anmeldung haben wir ja noch nicht, weil die offizielle Anmeldung ja noch nicht freigeschaltet ist. Genau. Genau, das machen wir am 20. Oktober 2024 um 12 Uhr. Da könnt ihr auf unsere Internetseite gehen, nordlichter-nuggettreffen.de. Dort wird dann die Anmeldung freigeschaltet und ihr könnt euch anmelden. Aber wir haben auch vorhin schon ein Video aufgenommen, das findet ihr bei dem Nikolai auf dem Kanal, auf Van3Live. Da erzählen wir so ein bisschen was grundsätzlich über den Weg nach Norwegen hoch, was man da alles auf sich nehmen muss. Das ist nämlich eine nicht unerhebliche Strecke, die man zu fahren hat und vor allen Dingen auch ein bisschen was an Belastung für Mensch und Maschine. Darüber reden wir in Nikolais Video und in unserem Video soll es heute so ein bisschen gehen um das Thema, was muss ich denn als Mensch zum einen so ein bisschen beachten, wie ich mich vorbereiten muss und vor allen Dingen, was gibt es noch an Gadgets, die man
wie zum Beispiel sowas hier, unter Umständen für das Auto noch benötigt oder nicht benötigt oder was sinnvoll wäre, ja, sowas mitzuführen, wenn man denn so eine große Strecke fährt. Weil das sind ja schon ein paar tausend Kilometer bis dort oben hin. Wir haben bei Nikolai festgestellt, gestern haben wir mal gerechnet, von Fronten aus sind es fast 3400 Kilometer, eine einfache Strecke bis nach Zürwegern, wo wir dann unser Campingplatz gebucht haben sozusagen. Und das ist schon eine ganze Ecke zu fahren. Ne? Ja, also nicht mal eben in 2 Tagen gemacht, selbst für die Hartgesottenen. Ja, genau. Ja. Also eine Woche, da kommt man gut hin, wenn man ein bisschen Strecke machen möchte. Ja, ja. Aber eine Woche sollte man sich schon einplanen für die Anreise und Abreise jeweils. Mhm. Und ja, dann ist man eine Woche da. Das heißt, das sind dann schon mal mindestens 3 Wochen. Mhm. Und ein bisschen will man vielleicht auch noch da oben erleben. Ja. Ja, einfach nur hochfahren, um da 3 Tage oder 4 Tage zu sein und dann gleich wieder runter. Ja, ist genau, natürlich das auch, ist natürlich echt anstrengend. Muss man sich überlegen, ob man das möchte. Ne? Ob man so viel Geld jetzt quasi investieren möchte oder nicht sagt, man nimmt gleich 4 Wochen Urlaub oder 5 vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat. Und bei Nikola und bei mir wird es wahrscheinlich so sein, dass wir beide ohne unsere Frauen fahren. Mhm. Also zumindest Trixi kommt mit dem Flieger hinterher. Bei Steffi ist, glaube ich, noch gar nicht klar, ob sie mitkommen kann. Die wird wahrscheinlich nicht kommen. Ja, also, genau. Weil erstens Anton keine Ferien hat zu dem Zeitpunkt. Das heißt, also er muss ja dann zur Schule. Unsere Schulferien fangen erst nach dem Nugget-Treffen an. Und dann macht es einfach auch keinen Sinn mehr. Ja, ja, klar. Und wir können das Kind ja nicht alleine zu Hause lassen. Also dementsprechend bleibt Steffi dann auch da. Also ich werde alleine fahren. Ja. Und ja, ist dann halt mal so. Ne? Ja, und wir haben festgestellt, es sind in 11 Bundesländern, glaube ich, Ferien zu der Zeit. Also von daher ist der... Nur in Bayern nicht. Genau, nur in Bayern und ich glaube Baden-Württemberg, glaube ich, nicht. Ja, ich glaube die auch nicht, genau. Weil ihr ja so spät Sommerferien habt. Aber trotzdem, also die Möglichkeiten, dass ihr halt in irgendeiner Art und Weise dort dran teilnehmen könnt, sind auf jeden Fall sehr groß. Mhm. Und ja, wir werden uns halt 4 Wochen Zeit nehmen für die Reise, für die An- und für die Abreise. Also ich persönlich werde wahrscheinlich so wie in diesem Jahr ein Sabbatical nehmen. Mhm. Ich hatte ja dieses Jahr auch 4 Wochen extra Urlaub mir gekauft bei meinem Arbeitgeber. Und falls das für euch eine Möglichkeit sein könnte, sowas mit eurem Arbeitgeber zu vereinbaren, solltet ihr ihn frühzeitig ansprechen, ob das gehen würde. Und bei mir war das eigentlich relativ entspannt. Ich habe ja 12 Monate lang auf 1/12 meines Gehaltes verzichtet. Mhm. Das wurde angespart. Und jetzt im Monat Juli, wo ich dann das Sabbatical genommen hatte, habe ich dann das angesparte Geld ausgezahlt bekommen. Und es war eigentlich genauso wie vorher. Ich habe das gleiche Geld gehabt wie sonst auch. Also von daher, das ist eine gute Gelegenheit, um ein bisschen mehr Urlaub zu erhalten. Und ja, ich hatte dieses Jahr, bin ich echt so übertrieben, fast 60 Tage Urlaub. Das war schon ziemlich cool. Man muss immer gucken. Ich glaube, ein Monat ist so die Grenze. Danach ist das mit der Versicherung und so alles schwieriger. Ja, ich glaube, 3 Monate kann man nehmen. Also bei meinem Arbeitgeber ist es halt so, ich könnte ein 3-monatiges Sabbatical nehmen. Und ich glaube, das hat auch sozialversicherungstechnisch, da gibt es sicherlich irgendwo eine Grenze. Ich glaube, es ist ein Unterschied. Sabbatical, unbezahlter Urlaub. Unbezahlter Urlaub ist, glaube ich, bis in einen Monat. Sonst ist das mit der Versicherungspflicht anders. Aber informiert euch da mal bei eurem Arbeitgeber. Genau. Das ist auf jeden Fall eine Variante. Und wenn man sagt, ich gehe das jetzt mal an und ich wollte es nie allein machen, dann ist das eine gute Gelegenheit, auch wenn wir jetzt nicht im Konvoi oder sowas da hochfahren, aber vielleicht bilden sich da ja auch noch Gruppen. Ja. Das können wir alles im Vorfeld mal besprechen. Genau. Heute soll es eher darum gehen, dass wir sowohl im Nikolais Video als auch in diesem Video hier euch ein bisschen einen Eindruck vermitteln, was ist alles nötig, auf was muss man sich einstellen, was sollte man anschaffen, mitnehmen und dass ihr entscheiden könnt bis zum 20. Oktober, bis ihr euch offiziell anmelden könnt. Wollt ihr das wirklich oder ist das eher so ein Impuls, oh ja, da komme ich mit? Was wir natürlich nicht wollen, ist, dass sich alle anmelden in der Euphorie und dann im Frühjahr oder Sommer feststellen, ach nee, geht ja jetzt doch nicht und sich alle wieder abmelden, weil dann ist unsere Mühe umsonst und andere, die vielleicht einen Platz gehabt oder hätten, hätten wollen, können nicht buchen, ne? Können nicht buchen und kurzfristig geht das dann nicht mehr. Ne? Also da steckt eine Menge Arbeit hinter. Ja. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen und ja, von daher habt ihr noch genügend Zeit, euch das zu überlegen? Wir freuen uns natürlich, wenn ihr kommen wollt, aber macht es nicht leichtfertig und sagt dann kurzfristig wieder ab. Genau. Also viele dieser Grundinformationen, die Katja jetzt erzählt hat, könnt ihr auch noch in unserem Nugget-Podcast nachhören. Ja. Ich blende mal unten ein, www.nuggetpodcast.de. Und falls ihr mit dem Thema Podcast noch nie in Berührung gekommen seid, dort findet ihr auch einen Player. Da könnt ihr auf den Play-Button klicken bei der jeweiligen Folge und könnt euch das dann auch direkt auf dem Handy, auf dem Tablet oder auch auf dem PC anhören. Ja. Und es gibt auch eine ganze Menge Podcast-Apps, wo man halt explizit Podcasts abonnieren kann. Und das würde uns natürlich total freuen, wenn ihr uns dort auch anhört. Wir machen so in lockerer Runde meistens alle 2 Wochen einen Podcast, hatten jetzt eine längere Pause. Weil wir im Urlaub waren. Genau, weil wir beide in Urlaub waren. Und wir freuen uns dann darauf, denkt mal im September dann das erste Mal wieder eine neue, frische Folge vom Nugget Podcast aufzunehmen. Genau. Aber bevor wir jetzt anfangen, möchte ich noch eine einzige Sache ganz kurz loswerden. Ich hatte mit Katja gestern das erste Mal in meinem Leben. Bei Vollmond. Voll romantisch. Denn ich habe tatsächlich gestern Abend das allererste Mal. Trixi hört zu. Trixi hört zu. Ich habe gestern Abend oder gestern Nacht tatsächlich das allererste Mal Nordlichter gesehen.
Sie waren jetzt zwar nicht so stark. Auf dem Foto gesehen. Auf dem Foto konnte man sie erkennen. Aber die Woche für dich, Katja, war eigentlich sehr explosiv, was Nordlichter angeht, wieder in Deutschland. In Deutschland, ne? Genau. Ja. Also ich hatte ja am Wochenende einen Workshop von Freitag bis Montag. Letzte Nacht, Sonntag auf Montag, hatten wir schon in der Eifel, muss man dazu sagen, ist ja schon bei Frankfurt etwa die Höhe, hatten wir das erste Mal Nordlicht. Sehr schön eigentlich, zwar nicht fürs Auge, aber für die Kamera natürlich alle Fotografen, Astrofotografen ganz begeistert. Die Nacht drauf war es eigentlich fast noch mal so ein bisschen stärker. War ich auch noch da unten in der Gegend, auch noch mal fotografiert. Ja, und gestern noch mal, also dreimal in einer Woche, das ist schon Und dafür, dass wir in Deutschland sind, muss man natürlich auch bedenken. Ne? Also es war jetzt wirklich nicht so stark. Man konnte also wirklich auf dem Foto was erkennen. Du hast mit deiner Kamera fotografiert. Ich habe tatsächlich mit dem Handy die Bilder gemacht, mit einem Google Pixel, was eine sehr gute Nachtsichtautomatik hat. Da kann man also wirklich tolle Fotos mitmachen. Ja. Witzigerweise deutlich besser als mit einem iPhone. Mit einem vielfach teureren iPhone. Und man hat gestern Abend sogar auf einem Foto dann auch sogar, wie hast du es genannt, eine Säule? Ja, so ein Beamer. Ne? So ein Beamer kleiner, gesehen, genau. Hochging. Also ganz eindeutig erkennbar in einem rosa Farbstich. Also es war schon echt ziemlich cool. Ich habe es bei euch gesehen, ich habe geschlafen. Ja. Das war nämlich auch schön. Ja, es war gar nicht so spät. Es war kurz vor Mitternacht. Ne? Genau, also Trix hat auch schon gepennt, aber ich habe mich echt total darauf gefreut, mir das endlich mal anzugucken. Und ich bin total geflasht, wenn ich das wahrscheinlich in Nordnorwegen dann das erste Mal wirklich live sehe und vor allem auch die grünen Nordlichter. Also das muss man schon sagen, der Unterschied, am 10. Mai hatten wir ja in Deutschland auch visuell sichtbare. Ihr habt es beides, glaube ich, nicht sehen können. Gesehen, du hattest, glaube ich, eine Hochzeit zum Fotografieren und du hast es nicht mitbekommen. Genau, da war es ja wirklich mit dem Auge zu sehen, aber auch nicht vergleichbar mit Norwegen. Also ich sag mal, in Norwegen so eine richtige Show, wo man sagt, wow, da steht man, kriegt Gänsehaut, Mund steht offen und so weiter. Das ist wirklich so, da ist es richtig hell, sodass man farbig, grün, pink, rot, alles am Himmel sieht. Es bewegt sich plötzlich sehr schnell. Das hatten wir zum Beispiel nicht in Deutschland wo es dann wirklich tanzt. Ne? Die Farbe verändert, die Form verändert. Und das Spannendste ist dann wirklich so eine Corona. Nicht dieses Corona, was man nicht will, sondern die so im Zenit, also quasi direkt über einem so auseinanderplatzt, explodiert. Mhm. Das mal zu erleben. Ne? Das sind nur wenige Minuten meistens, wenn man die nicht verpasst, dann hat man wirklich das größte Erlebnis. Und ich hoffe natürlich, dass wir jetzt in der Zeit, wo ihr unterwegs seid oder wir da oben sind, auch mit den anderen vielleicht, das mal erleben können. Versprechen kann man es nie, das Wetter muss mitspielen. Aber glaubt mir, wenn man das einmal erlebt hat, dann wird man leider süchtig. Also das können wir auch schon mal so als kleine Triggerwarnung. Nee, wie sagt man? Also bei mir war es so, ich habe vor fast 10 Jahren das erste Mal Polarlicht gesehen und seitdem, 10 Reisen, glaube ich, gemacht oder sowas. Bei mir die größte Herausforderung ist, dass ich meinen Schlafrhythmus ein bisschen verändern muss, weil ich eigentlich eher ein früh ins Bettgeher bin, ein Frühaufsteher bin. Und das passt irgendwie gar nicht mit Polarlichtern zusammen. Opfer musst du bringen, ne? Genau, da werde ich halt ein paar Wochen, bevor wir dann losfahren, irgendwie anfangen, mal mich so ein bisschen umzustellen. Ja. Schauen wir mal. Wir blenden auch immer mal wieder ein paar Bilder ein, dass ihr mal ein paar Eindrücke bekommt, wie das so im Norden aussieht und auch hier bei uns in Deutschland. Ja. Genau. Aber ich denke, dann reden wir jetzt mal über ein bisschen Zubehör. Ne? Genau, ein bisschen Gadgets, die fürs Fahrzeug unter Umständen wichtig sein können. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel sowas liegen als Fahrzeug oder für Mensch. Das ist jetzt kein SM-Spielzeug, was wir jetzt hier haben, sondern... Das gehörte zu unserer Nacht. Wir wollen das nicht ausführen. Ja? Das sind Schneeketten für die Schuhe. Ja, Spikes. Genau. Spikes, ne? Die kann man sich unter die Schuhe schnallen. Die gibt es in verschiedensten Ausführungen. Hier jetzt also wirklich mit so einer Stahlkette oder Eisenkette. Wir haben sowas mit einer Platte, wo dann so kleine Spikes drunter sind. Kann man sich auch kaufen, aber ich glaube, die sind ein bisschen besser noch, ein bisschen robuster. Diese Gummidinger, die man einfach so über den Schuh zieht, wo nur diese kleinen Stifte drin sind, die haben wir auch mal gehabt, aber da fallen diese Spikes meistens relativ schnell raus. Geht zwar im Notfall auch besser als gar nichts, aber ich würde auf jeden Fall diese empfehlen. Mhm. Einfach immer dabei haben, die kann man sich schnell mal über die Schuhe drüber ziehen. Gibt es auch in verschiedenen Größen. Mhm. Kosten, weiß ich nicht, 20, 30 Euro, glaube ich. Und damit kann man wirklich sicher auf Eis laufen. Und das ist auch eine Wetterbedingung, die man da sehr häufig findet, auch vor allem abseits der Straßen, dass man einfach einen komplett vereisten Boden hat. Entweder sichtbar, dann weiß man schon, dass man da stürzen könnte. Oder eben im schlimmsten Fall. Pulverschnee drauf und Eis runter. Ja, genau, richtig, ja. Da sind schon die übelsten Unfälle passiert. Von daher, das kostet nicht viel. Es ist auch nicht groß mitzunehmen, aber ich würde sie immer dabei haben und am besten auch in den Rucksack stecken. Aber wenn man mal ein bisschen läuft und man hat plötzlich Eis, dann das ist fast noch wichtiger als die Spikes an den Reifen. Da haben wir ja schon bei Nikolai drüber gesprochen. Genau, wenn euch das Thema Spikes an den Reifen interessiert, dann schaut mal bei Nikolai in das Video. Da haben wir nämlich darüber gesprochen. Und aber wie gesagt, das ist eine wichtige, denke ich mal, Ausrüstung, die man halt für uns als Person braucht auf jeden Fall. Ja. Über das Thema Bekleidung
für den Fall, dass es da oben auch wirklich kalt sein soll. Mhm. Werden wir sicherlich nochmal ein separates Video machen, weil da kann man, denke ich, immer auch eine Stunde drüber reden, wie man sich anzieht, was man für Ausstattung sich zulegt. Aber das sollte jetzt heute kein Thema in unserem Video sein. Treffen wir uns nochmal im Winter, dann kann man die Dinge mitbringen. Treffen wir uns nochmal im Winter, ganz genau. Am besten dann bei euch in Bayern. Hier wirkt es unglaubwürdig. Ne? Genau. Wir stehen hier im T-Shirt rum und es sind fast 30 Grad. Also von daher, gut, das soll das einzige Teil sein, was wir jetzt kurz für die persönliche Ausstattung zeigen. Aber wir haben noch so ein paar Sachen dabei, die für das Auto durchaus interessant sein können. Hm. Nicht alle dabei, aber ja, aber ein paar, die jetzt hier auf dem Tisch liegen. Denn wir haben hier so eine große Box. Und da ist was ganz Besonderes drin, nämlich eine Powerbank fürs Auto. Genau. Ja. Die habe ich tatsächlich auch mal geschenkt bekommen von einem ehemaligen Nugget-Fahrer. Man sieht jetzt hier schon ein paar Kabel dabei, die sind nicht unwichtig. Ja. Denn das ist keine normale Powerbank, die normalen, die man so kennt, ne, wo man seinen Laptop oder Handy oder sowas aufladen kann. Die haben ja meist nicht so viel Initialpower. Die hier kann über einen sehr kurzen Zeitraum sehr viel Strom abgeben. Und damit auch so große Dieselmotoren, wie wir sie in den Nuggets haben, starten. Also das ist quasi eine Starthilfe, die aber mobil ist. Das heißt, ich brauche kein zweites Fahrzeug dazu, was ich dann anklemmen und so weiter. Funktioniert an sich genauso mit diesen Klemmen hier und so weiter. Ne? Das klemmt man ganz normal an wie bei einer Starthilfe. Aber man braucht eben kein zweites Fahrzeug, sondern kann das mit der Powerbank machen. Ich glaube, so für mindestens einmal reicht das, wenn es aufgeladen ist. Und so eine Taschenlampe mit drin. Ne? Aber die lädst du zu Hause ganz normal an 230 Volt auf? Und dann packst du sie in den Koffer, in die Tasche, wie auch immer, und führst sie einfach im Auto mit. Ne? Genau, ja. Und dann hat man dafür im Notfall was dabei. Ich habe es noch nie gebraucht, von daher kann ich jetzt nicht berichten. Ja, ja. Aber ich gucke mal gerade auf die Daten. Also das Ding hat eine Kapazität von 80,66 Wattstunden, 12 Volt und hat einen Spitzenstromausgang von 1500 Ampere. Also das ist dann schon ordentlich Power, um dann halt so einen Motor mal zu überbrücken, wenn die Batterie mal schlapp macht. Genau, gerade wenn es kalt ist, ne, kann das ja durchaus mal sein. Die muss ja nicht gleich kaputt sein, aber wenn es dann nicht startet und man nicht dann ewig auf dem Abschleppdienst oder sowas warten möchte oder kein zweites Fahrzeug. Haben wir tatsächlich noch nicht. Das ist also durchaus eine Überlegung wert, sich sowas anzuschaffen. Ja. Ich glaub, weißt du, konkret, was das kostet, sowas in der Art? Ja, ich glaube so um die 80 bis 100 Euro. Ja. Die konkret gibt es, glaube ich, nicht mehr, aber da können wir mal richtig was viele andere. Genau. Es gibt auch tatsächlich Powerbanks, also die man auch für den Computer benutzen kann oder fürs Laptop, die halt durchaus mal so einen kurzen spitzen Spannungsstrom abgeben können. Die kann man ja genauso können. Verwenden. Ne? Genau, aber es ist halt USB. Natürlich ein dickes Ding. Ne? Ja, aber kann nicht schaden. Ja. Also wie gesagt, ich habe es jetzt noch nie verwendet, aber verwenden müssen. Meine Batterien, auch selbst bei knapp minus 30 Grad, ist der Motor morgens noch angesprungen. Die Batterie hatte nicht so sehr gelitten offenbar an der Kälte. Aber ja, genau. Man weiß ja nie. Ne? Was dann dazugehört, wenn so ein Ding zum Beispiel nicht helfen sollte, dann sollte man auf jeden Fall auch ein Abschleppseil mit sich führen im Fahrzeug. Genau. Natürlich auch ein Abschleppseil, was passend ist zum Gewicht des Fahrzeugs. Ne? Wenn wir jetzt ein Nugget uns anschauen, hat 3,2 Tonnen oder 3,4 Tonnen als zulässiges Gesamtgewicht. Das heißt, man braucht ein entsprechendes Seil, was das da ziehen kann. Wenn ihr ein anderes Fahrzeug fahrt, wenn ihr jetzt vielleicht mit einem, mit einem Hümer zum Beispiel zu uns aufs Nordnugget-Treffen kommt, der dann 4,5 Tonnen fährt, dann braucht er natürlich ein entsprechend stärkeres Abschleppseil. Genau, und die häufigste Ursache, weshalb man mal ein Abschleppseil braucht, ist tatsächlich, dass man mal von der Straße rutscht. Das kann relativ schnell passieren, das muss auch nicht darin enden, dass man da am Graben liegt. Aber die Straßen werden ja immer relativ glatt gebügelt, so von den Schneeraupen, Schneeflug. Und darunter bleibt dann das Eis liegen. Das ist halt so eine Sache, die man wissen muss zu den Straßenverhältnissen, dass man meistens vereiste Straßen hat. Und wenn es nicht gerade frisch geschneit hat, dann ist das auch das blanke Eis, was so ein bisschen angeraut ist. Fährt sich ganz gut, es ist jetzt nicht so wie eine Eisbahn oder sowas, aber es ist halt glatt. Und durch diesen Schneeflug, der alles platt macht, ist halt die Straße nicht unbedingt gut zu unterscheiden von dem Rand, also was neben der Straße ist. Ja, aber auf der Straße hat man es fest und daneben hat man es locker. Und wenn man mal einem LKW ausweicht oder sowas, kann das super schnell passieren, dass man mit einem oder zwei Rädern in dieser Seite hängt. Und dann kann das wirklich mal so viel tiefer sein. Und mit Schnee und Eis da an der Kante, kommt man dann tatsächlich selbst mit Allrad da manchmal nicht mehr raus. Aber dann ist mir zum Glück noch nie passiert, aber ich kenne einige, denen das mal passiert ist. Dann ist es auch meistens nur eine Sache von Minuten, bis da mal ein LKW anhält oder so und einen wieder rauszieht. Mhm. Und dann wäre es halt gut, wenn man ein Abschleppseil dabei hat, was passt. Ja, und wenn man weiß, wo die Abschleppstange ist. Genau. Weil wir haben ja im Nugget vorne und hinten gibt es ja so Aufnahmepositionen, wo man so eine kleine Abschleppstange montieren kann. Eine Abschleppöse, ganz genau. Und wir hatten jetzt witzigerweise auf dem Nugget Festival in Gedern, haben wir fast alle, zumindest die auf der Seewiese standen, haben diese Abschleppöse gebraucht. Die ist im Nugget ganz einfach zu finden.
Dazu haben wir mal ein Video gemacht, wo die Abschleppöse und auch der Wagenheber zu finden ist. Das verlinke ich euch gerne mal unten in der Videobeschreibung oder auch hier im Bild. Im Motorraum ist das. Nee, nicht im Motorraum, Entschuldigung, an der Beifahrerseite. Das ist zumindest bei unseren Modellen. Okay, bei, den Älteren. Bei unserem Modell ist es auch. Bei unserem ist er auch im Motorraum die Öse. Mhm. Ja, die Links. Öse. Ja. Ja, okay, ja. Gut. Hm. Ja, da muss ich nochmal nachschauen. Die Öse ist links im Motor. Motorhaube aufpasst, davor stehst, ist sie auf der linken Seite auf dem Radkasten mehr oder weniger oben drauf, ist die so eingehakt und mit so einem Klett nochmal fest. Mhm. Okay, also ich bin überzeugt gewesen, dass sie unter dem Beifahrersitz da war. Nee, ich habe nachgeschaut bei mir, da war sie gestern noch. Genau, wir haben mal geguckt bei Katja und genauso da ist sie bei uns. Dann blende ich euch das nochmal ein als kleines Video, wo denn bei uns im Nugget Plus von 2019 die Abschleppöse ist. Also, aber es gibt eine ganz, ganz wichtige andere Sache. Man muss wissen, wo man denn diese Abschleppöse im Nugget vorne in der Stoßstange montiert. Da gibt es nämlich auch eine Aufnahmestelle dafür, die zum einen eigentlich relativ einfach zu finden ist, aber gar nicht so leicht zu öffnen ist. Ne? Denn wir haben das auf dem Nugget Festival gemerkt, dass es also bei unseren Modellen von 2019 und neuer halt so ist, dass man diese Abdeckkappe im Stoßfänger gar nicht so einfach aufbekommt. Ne? Zumindest nicht verlustfrei. Also dass du da irgendwie mit dem Schraubenzieher kann ich die schon raushebeln, aber dann sehe ich dann auch dauerhaft diese Spuren. Hast du einen Lackkratzer unter Umständen? Ja. Und das hatten wir zum Glück. Die Frau von Nikolai dabei, die Steffi, die hat relativ schlanke Arme, sage ich mal. Die hat sich nämlich dann unter das Fahrzeug gelegt und hat mit der Hand so von innen in die Stoßstange gegriffen, also praktisch von unten, und hat dann diese Stelle gefühlt, wo dieser Pflopfen ist, und hat das Ding von außen, von innen nach außen aufgedrückt. Ne? Ja. Bei 30 Nuggets umgekehrt. Hat sie dann bei 30 Nuggets einmal gemacht. Einmal angefangen, musste es bei jedem machen. Im Matsch gelegen. Ne? Und das heißt also, da solltet ihr vielleicht mal euer Betriebshandbuch vom Nugget mal zu Rate ziehen, wo ihr denn genau diese Position findet. Auch hinten natürlich auch, wenn man mal sich irgendwo festgefahren hat, dass man also rückwärts rausgezogen werden muss, dann gibt es natürlich auch so eine Aufnahme für die Öse auf der hinteren Stoßstangenseite. Ne? Das zum einen. Und wenn man denn mal irgendwo im Graben liegt oder mal eine Panne hat, dann gibt es hier solche schönen Dinger. Mhm. Das sind so kleine Blinklichter, die in Rot umlaufend blinken. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sehen kann auf dem Video. Ich glaube, sie haben 12 Leuchtmodi haben die irgendwie. Ja, genau. Man kann jetzt hier, muss man die festhalten, umlaufend. Wenn du festhältst, geht's aus dann wieder. Also ich habe so ein Set aus 3 Stück. Die sind auch magnetisch. Das ist das Wichtige jetzt für uns. Mhm, man kann das also einfach ans Fahrzeug bappen. Wenn man jetzt 3 Stück, denke ich, sind. Ein Hänger ist oder anhängen, auch dran. Genau. Haken. Wenn man eine Panne hat, dann einfach vorne einen auf die Motorhaube, einen an die Seite, einen vielleicht hinten. Genau. So an der Fahrbahn zugewandten Seite sozusagen. Und das ist nochmal unterstützend zu einem Warndreieck. Das hat man ja sowieso dabei. Warnblinklicht auch. Warnblinklicht auch, genau. Aber so hat man einfach nochmal ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Das kann ja auch sein. Ich hatte ja auch das Problem mit meinem Steuergerät damals. Na, da gehen dann auch keine Warnblinklichter mehr. Oder wenn der Motor nicht mehr startet oder was auch immer. Ne? Also wenn das, was am Auto selbst ist, nicht mehr funktioniert, dann ist das noch ein guter Ersatz. Mhm. Gerade weil es ja da oben auch sehr lang dunkel ist. Man möchte ja gesehen werden, gerade wenn es dämmerig oder wirklich dunkel ist und man steht da irgendwo auf der Straße. Die Straßen sind ja auch meistens nicht so, dass die da riesen Seitenstreifen oder so haben, wenn man eine Panne hat. Ja. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Mhm. 3 Stück mit Magnet. Ich glaube, habe ich jetzt auch schon ewig. Hat 20 Euro oder so gekostet. Okay. Oder so. Haben die einen Akku drin oder ist das Batterien? Batterien. Oder? Knopfzellen, genau. Ne? Wahrscheinlich, kann man aufschrauben hier mit 2 Schrauben und dann. Nee, ich glaube, das sind so eine AAA-Batterien, Okay. die da drin sind. Aber die sind jetzt ewig schon drin und es leuchtet immer noch. Gut. Also da vielleicht mal checken. Also ich denke mal, wir haben sowas Ähnliches im Auto. Das können wir sicherlich auch benutzen, aber wenn ihr euch sowas zulegt, auf jeden Fall vorher gucken, ob die Batterien funktionieren, voll sind. Dementsprechend ist das halt eine ganz gute Geschichte. Genau. Und das verlinken wir dann auch mal im Video, wo man sowas kaufen kann. Natürlich überall. Ja. Ne? Amazon, was weiß ich, Autofachhandel. Mhm. Warnweste ist auch nochmal so ein Thema. Ja. Hat man ja dabei, ne? Oder auch genügend für jeden Insassen ein. Aber die sind auch gar nicht so schlecht, wenn man mal nachts auf Polarlichtjagd geht zum Beispiel, dass man die einfach nicht nur während man eine Panne hat anzieht, sondern so griffbereit hat, dass man die auch, wenn man auf der Straße spazieren geht oder sowas, anhat. Das hat eigentlich jeder Norweger, Schwede dort oben, weil es einfach so oft dunkel ist oder so lang dunkel ist und man ja gesehen werden möchte. Also das ist auch nochmal ganz wichtig, dass die nicht zu weit weg liegt und man die einfach auch dran denkt. Vor allem in dem Zusammenhang auch vielleicht eine Stirnleuchte ins Auto legen, ne? oder eine Akkulampe. Also wir haben zum Beispiel eine Akkuleuchte, die haben wir, glaube ich, bei Lidl gekauft. Mhm. Die haben wir immer vorne am Beifahrersitz mit so einem kleinen Magnet vorne befestigt.
Die kann man als Taschenlampe benutzen, die kann man als Arbeitsleuchte benutzen. Die wird mit USB aufgeladen, die kann man also super benutzen, um dann mal, wenn man dann mal, auch kann ja irgendwas sein im Motor, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dass man mal kurz den Motor aufmacht, die Klappe aufmacht und da reinleuchtet, um mal zu schauen, was da Sache ist. Also das ist auf jeden Fall sicherlich ziemlich sinnvoll. Eine Stirnleuchte kann man dann für die Polarlichterjagd auf jeden Fall auch benutzen. Haben wir ja dann gestern Abend bei unserer Jagd hier auch gehabt. Idealerweise eine, die auch so ein Rotlicht dabei hat. Also sonst würde man sich im Prinzip alles voll leuchten mit dem normalen hellen Licht. Und das gehört auf jeden Fall auch ins Auto, denke ich mal. Genau, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja, und dann muss man halt gucken. Ne? Es kann ja schneien. Also wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Oktober ist jetzt kein Garant dafür, dass man keinen Schnee hat. Kann sein, muss aber nicht. Von daher sollte man auf das vorbereitet sein. Und was ich immer dabei habe, ist zum einen so ein kleiner Klappspaten, wenn man irgendwo frei steht. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Mhm. Das ist im Winter im Prinzip gar kein Problem. Aber es kann ja mal sein, dass über Nacht Schneeeinbruch kommt und manchmal wird dann der Platz geräumt. Aber man ist dann mehr oder weniger so ein bisschen von Schnee eingekesselt und muss sich da erstmal freigraben. Also eine kleine Schaufel ist auf jeden Fall besser, als wenn man da jetzt nur so einen Mini-Spaten oder so hat. Und dann da oder einen Löffel aus dem Besteckkasten. Oder eine Pfanne oder so. Ne? Es gibt ja einige Varianten. Also ich müsste dann den Klappspaten ausgraben. Wahrscheinlich irgendwo tief in der Heckbox. Ja, in der Heckbox wahrscheinlich nicht, aber zumindest im Koffer irgendwie drin wäre. Und von daher, gut, aber Klappspaten, was hast du für eine Größe? Richtig Klappspaten? Ich habe jetzt nicht mitgebracht, aber das ist ungefähr so groß. Ja. Ne? So irgendwie. Und dann zum Zusammenklappen. Also so ein richtiger, wie so eine kleine Schaufel. Mit so einer Fläche ungefähr. Also man könnte auch eine Schneeschaufel mitnehmen, wenn man sie im Auto unterbringen kann. Platz hat, haben ja die Nuggetfahrer meistens nicht. Ja, genau, das ist immer das Problem. Ne? Genau. Ich meine, zur Not tut es auch eine Bratpfanne. Ne? Aber es geht auch vor allem darum, also nicht nur natürlich um das Auto herum ein bisschen was freizuräumen. Also wenn man jetzt zum Beispiel wirklich da mal zugeschneit ist über Nacht, dass man auch einen Besen dabei hat mit einem Teleskopstiel, um dann gegebenenfalls auch mal das Dach oben ein bisschen von Schnee zu befreien, weil das ist ja auch eine, wenn es viel Schnee ist, eine ziemliche Belastung fürs Dach. Und vor allen Dingen sollte man mit so viel Schnee auf dem Dach auch nicht fahren. Das ist auch gefährlich. Und natürlich auch die Scheiben vorne freimachen, an den Seiten freimachen. Gerade wenn es nasser, schwerer Schnee ist, braucht man da schon einen stabilen Besen mit einer, ich weiß nicht, wie lange ungefähr, so vom Teleskopstiel. Du hast die Frage, wie man das macht. Manche haben eine Leiter dabei, die sie anstellen und dann oben auf dem Dach machen. Beim Nugget gibt es ja so einen kleinen Hack, dass man, also zumindest bei dem Hochdach-Nugget, dass man sich oben ins Bett stellt und dem ausgefahrenen Dachfenster aufmacht. Bei den großen geht es besser als bei den kleinen. Ja, natürlich, und dann von innen, so mache ich das immer, dann den Schnee freischaufeln. Mhm. Ne? Also dann, ich habe jetzt nur so einen relativ kurzen, kann auch von so einem Lifehide-Besen oder irgendwas den Stiel nehmen und da oben dran so einen Besen dran bauen. Also da gibt es verschiedene Varianten. Wir haben das zum Beispiel hinten in die Box gepackt, das passt ganz gut, weil es ja schmal ist, da hinten mit rein. Aber sollte man auf jeden Fall dran denken, auch so Eiskratzer und sowas, ne? Vielleicht Enteisungsspray, falls das Schloss mal irgendwie nicht aufgeht oder sowas. Ja. Am besten immer im Rucksack mitnehmen, wenn das Enteisungsspray nämlich im Auto liegt. Ja, das auf jeden Fall ist der Trick mit dem Feuerzeug und dann halt den Schlüssel mal kurz warm machen, das funktioniert auch nicht mehr so unbedingt. Das ist für den Schlüssel auf jeden Fall nicht so gut, wenn man das so macht. Genau. Also da wäre ich vorsichtig, aber Enteisungsspray, Scheibenwisch, Wasserflüssigkeit, das haben wir auch schon im Video von Nikolai besprochen, da könnt ihr da nochmal reinschauen. Und die Gummidichtung vielleicht noch, das ist auch noch ein Hinweis, den ich bei uns aus dem Allgäu kenne, denn da ist es, wenn man die Gummidichtung nicht pflegt und die ordentlich einschmiert, da gibt es entweder spezielles Zeug, was man nehmen kann, du kannst aber auch Glycerin zum Beispiel nehmen, aus der Apotheke, das geht auch. Dass man das schön einschmiert, gerade um die Türen rum. Denn wenn die zufrieren, dann kann das Auto aufgeschlossen sein, wie man will, dann kriegst du einfach die Tür nicht mehr auf. Ne? Und auch ums Dachfenster wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ne? Dachfenster gibt es ja auch eine Gummilippe. Also wenn da das Fenster zugefroren ist und man es nicht aufbekommt, ist es halt auch nicht so dolle. Ne? Also das ist schon wichtig. Ne? In dem Zusammenhang, wenn wir schon von Gummis sprechen, natürlich auch Scheibenwischer. Die können natürlich auch schnell festfrieren am Fahrzeug oder an der Windschutzscheibe. Deswegen sollte man halt für den Fall der Fälle halt immer ein Ersatzpaar Scheibenwischer dabei haben. Und das werden wir auf jeden Fall machen. Also wir müssen sowieso wechseln jetzt demnächst. Ich glaube, unsere sind jetzt auch irgendwie schon wieder 2,5 Jahre alt. Und man merkt ja relativ schnell, wenn die anfangen zu schmieren, gerade wenn es mal wieder nach längerer Zeit wieder anfängt zu regnen. Und gerade im Winter, wenn man da halt in irgendeiner Art und Weise dann nur noch Schlierenbildung auf den Scheiben hat und auf einer Landstraße fährt, wo sowieso dann vielleicht bei Schneefall noch von vorne eine ganze Menge Zeug auf die Scheibe draufkommt, ist es halt ziemlich hinderlich, wenn die Scheibenwischer halt scheiße sind. Am schlimmsten sind so leichte Minusgrade, wo der Schnee relativ feucht ist oder nass ist, der drauf fällt. Aber trotzdem ist es so kalt, dass es auf der Scheibe gefriert, wenn es drauf fällt. Also das hatte ich schon ein paar Mal. Gerade im Herbst ist die Gefahr natürlich recht groß. Wenn es so ganz kalt ist, dann hat man ja den trockenen Schnee, das ist nicht das Problem. Aber wenn es feucht ist,
direkt friert und der Scheibenwischer dann immer über dieses Gefrorene drüber wischt. Da hatte ich wirklich mal eine Fahrt durch Senja, war vielleicht eine halbe Stunde, Scheibenwischer komplett tot. Musste ich nächsten Tag neue kaufen, da war zum Glück eine Werkstatt in der Nähe, aber ja, es ist, glaube ich, günstiger, man kauft sie mal hier im Angebot, als dann für 60 Euro da oben. Ja, klar, ja, ja, logisch. Und die nehmen nicht viel Platz weg, kann man sich im Bett irgendwie an der Seite noch hinlegen oder so. Ja, immer besser haben als brauchen. Ne? So genau. Wir stellen die zum Beispiel auch abends vor, also wenn ich abends ankomme mit dem Auto, auch zu Hause, stellen wir die abends immer hoch, damit die eben nicht direkt auf der Scheibe festfrieren, weil da ist dann immer so dick Eis auf der Scheibe, dann nochmal so viel Schnee, dann musst du erstmal graben, wo der Scheibenwischer überhaupt ist, um den dann da vorsichtig rauszupulen. Mit dem Kratzer da dauernd dran zu kommen, tut ihm auch nicht so gut. Kann man vielleicht. Ich vergesse es auch manchmal, ne? Aber wenn ich dran denke, stelle ich die eben abends hoch. Dann sind die zwar auch voll Schnee, dann kann ich es aber so ein bisschen abklopfen, das geht eigentlich relativ gut. Das kann man vielleicht ein bisschen entschärfen, indem man sich halt nachts vielleicht eine Isoliermatte von außen auf die Windschutzscheibe drauflegt. Wir haben uns ja mal selber eine mal zurechtgeschnitten oder Trixi hat das mal genäht. Die legen wir halt abends dann von außen auf die Windschutzscheibe auf. Die geht auch an den Seiten so ein bisschen vorbei. Da legen wir dann die Scheibenwischer drauf. Mhm. Also da frieren die in der Regel nicht fest oder man kann sie halt deutlich einfacher lösen. Ja, genau. Ne? Ja. Muss man mal gucken, wie lange man irgendwo steht. Genau. Für eine Nacht ist das meistens. Ist sowieso auf jeden Fall eine gute Sache, sowas im Winter dabei zu haben. Es gibt ja viele Leute auch, die zum Beispiel noch diese Isoliermatten benutzen, die man von innen an die Scheiben dran macht, um so ein bisschen zu verhindern, dass die Kälte von den Scheiben halt in das Fahrzeug reinkommt. Das könnt ihr haben, wie ihr wollt. Ihr habt zum Beispiel die von Project Camper, glaube ich, für die Scheiben. Was nutzt du? Ich habe eigentlich meinen selbstgebauten Vorhang. Also ich nutze gar nicht mehr so eine Matten, weil sich dahinter dann auch mal ein bisschen Feuchtigkeit sammelt. Die für außen sind zwar gut, aber das ist immer für eine Nacht oder so zu umständlich. Wenn die dann morgens nass sind, dann musst du so nass irgendwo hinpacken. Ja, ja. Also meistens habe ich da wirklich nur so einen Thermovorhang, den ich vorne einhänge. Oder halt diesen Trennvorhang zwischen Fahrerhaus und Wohnbereich. Genau, das ist im Prinzip der Wohnbereich halt abgetrennt ist vom Fahrerhaus. Ne? Weil man hat ja doch schon viele Kältebrücken im Führerhaus, im Fahrerhaus vorne. Und da gibt es halt auch viele Möglichkeiten, das ein bisschen zu besser zu machen, dass nicht überall so viel Kälte reinkommt, gerade was jetzt Fußmatten angeht beispielsweise. Aber Katja hat immer eine ganz witzige Lösung gehabt mit ihrem, sie sagt immer, sehr hässlichen Heizungsrohr, was sie über den Luftausströmer vorne im Fußbereich hinter dem Beifahrersitz drüber stülpt. Aber das hat dir im Winter immer unheimlich gut geholfen. Ne? Für mich ist das der Gamechanger, wenn man dann da hochfährt. Ne? Weil die warme Luft, die da vorne rausgeblasen wird oder auch hinten in der Küche, die geht halt in den Flur sozusagen vom Nugget oder da hinten in den Küchenbereich. Mhm. Aber halt nicht da, wo ich die meiste Zeit sitze, unter den Tisch. Und jeder, der das vielleicht mal im Winter auch zu Hause oder sowas hatte, das ist immer fußkalt da in der Ecke. Und deswegen hatte ich mir dieses Rohr, so ein Alurohr, was ich glaube 10 cm Durchmesser hat, das passt da genau drüber. Das kann man so auseinanderziehen, wie eine Ziehharmonika, ein bisschen verformen. Und dann bläst es halt die warme Luft direkt an die Füße, hinter den Tisch. Und da die warme Luft sich dann von da, Genau, die steigt dann nach oben. Und ich habe ja mein Bett sowieso immer ausgefahren. Das heißt, ich habe dann richtig kuschelige Höhle da hinten. Mhm. Ich habe mein Thermometer direkt vor diesen Auslass gehalten. Das wird teilweise bis 80 Grad warm, was da rauskommt. Boah. Und ja, ich habe dann, also meine Heizung, wenn sie denn nicht gerade kaputt war, anderes Thema. Aber die schafft tatsächlich einen Unterschied von 50 Grad. Also wo es draußen minus 30 hatte, habe ich im Auto noch 20 gehabt plus. Und es ist natürlich nicht an jeder Ecke im Auto, aber wenn man es irgendwie geschickt hinkriegt mit Rohren oder ein bisschen Verteilung, die Wärme so gut im Auto zu verteilen, muss man sich auch um eingefrorenes Wasser keine Gedanken machen. Man muss durchheizen, das muss man wissen. Ne, also jetzt zu sagen, ach, ich bin jetzt gar nicht im Auto heute, dann lasse ich es mal aus, dann friert halt alles ein. Es darf nicht erst sehr kalt werden, sondern sollte halt die ganze Zeit irgendwie warm gehalten werden. Nachts stelle ich tatsächlich auch, wenn es minus 20 Grad hat, nur auf 13, 14 Grad. Ne? Das reicht aus, um im Hochdach gut zu schlafen. Aber man sollte halt durchheizen. Und das wäre das Ding. Und man muss sich ein bisschen Gedanken machen, welche Dinge hat man im Auto, die einfrieren könnten, die an Stellen sind, wo die Wärme vielleicht nicht hinkommt. Ich habe zum Beispiel jetzt noch ein separates Heizungsrohr in diesen Kloschrank reingelegt, damit da eben nicht der Frost so hinkommt. Das, genau. Ich habe da ja mal gemessen in der Ecke. Toilette nicht einfriert, ne? Genau, in der Ecke waren es minus 7 Grad damals, wo ich da so knapp minus 30 draußen hatte. Und ja, ohne aktiv beheizen, wird es halt nichts, dass die Wärme da reinkommt. Ja. Ja, du hast ja dann auch wirklich dann auch Thermometer verteilt im Fahrzeug, wo du immer genau nachvollziehen kannst, wie kalt es denn jetzt irgendwo ist. Genau, ich meine, diese Bluetooth-Thermometer. Ja, das muss man nicht unbedingt machen, wenn man jetzt um die 3 Wochen nach Norwegen fährt. Aber ich finde das schon interessant, dann zu wissen, wo gibt es die kaltesten oder kältesten Stellen im Fahrzeug. Hinten im Schrank ist auf jeden Fall immer Milch gefriert, auch wenn man die auf den Boden legt, in diesen Küchenschrank. Ne? Ja, das oder hinten natürlich an der Heckklappe, weil da ist natürlich auch eine riesen Kältebrücke, weil das Metall ja auch dementsprechend kalt wird, ist halt ein guter Kühlschrank. Wenn man nicht genug Platz hat, kann man da auch mal eine Milchtüte hinstellen. Oder mal ein Paket Hähnchenschnitzel, ne? Wenn es so sein muss. Ne? Eine Sache vielleicht noch, natürlich für die Nugget-Fahrer, die sich anmelden und die eventuell ein Aufstelldach haben.
gibt es natürlich vielleicht auch Leute, die da Interesse daran haben, mitzufahren. Die werden natürlich auch dann so diverse Dinge brauchen, um ihr Dach ein bisschen warm zu kriegen. Also entweder schlafen die nur unten und lassen das Dach die ganze Zeit zugeklappt. Aber dann ist ja das ganze Leben im Fahrzeug also deutlich eingeschränkter. Wir haben aber auch mal ein Video auf unserem Kanal zu dem Thema Winter im Aufstelldach gemacht. Das könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Das verlinken wir auch nochmal hier unten im Video, auch in der Videobeschreibung. Und da gab es zwei Möglichkeiten, die man hat mit einem Thermoschal, den man im Prinzip um den Stoff wickelt sozusagen oder legt. Und auch eine ganze Mütze, die man über das komplette Dach drüber zieht. Ich denke mal, wenn ihr Aufstelldachfahrer seid und auch im Winter unterwegs seid mit dem Nugget, dann wisst ihr am besten, wie es funktioniert. Ja. Aber vielleicht für die, die neu sind und trotzdem Interesse haben, da mitzufahren, könnt ihr da gerne natürlich mal reinschauen. Ja? Was Kälte angeht, vielleicht noch ein Hinweis für alle, die eine Lithiumbatterie haben. Also nicht mehr die Standard-AGM-Batterien, die da im Nugget verbaut sind. Die sind ja relativ kälteempfindlich, was das Laden angeht. Also entladen werden können die bis starken Minusgraden, das ist kein Problem. Nur man muss sie auch irgendwann mal wieder laden. Und ich hatte damals, als ich den Umbau gemacht habe, mich dann das erste Mal damit beschäftigt und dachte, nehme ich einfach so eine beheizte Batterie, gibt es ja, ne, mit so Heizmatten, die da eingebaut sind. Dachte ich, dann habe ich ja gar kein Problem, dann kann das ja nicht zu kalt werden. So, ich war allerdings naiverweise davon ausgegangen, dass die Batterie sich selbst mit Strom versorgt, um sich zu beheizen. Was aber bei genauerem Nachdenken nicht so sinnvoll ist, weil dann wäre die ziemlich schnell leer. Und von daher muss man immer ein bisschen schauen, wie das arbeitet. Und die meisten Batterien arbeiten so, dass sie nur bei außen anliegendem Strom auch wirklich heizen. Sprich, das Szenario, ich stehe irgendwo frei, was ich im Prinzip immer tue, und es wird nachts sehr kalt. Und es kommt keine Wärme oder nicht ausreichend Wärme vorne an die Batterie. Und man denkt jetzt zwar, ja gut, ist ja unterm Sitz verbaut, ist ja im Auto. Nur auch da habe ich einen Thermometer platziert. Mhm. Also da wurde es auch Minusgrade. Mhm. Wenn man zum Beispiel noch einen Vorhang da hat oder sowas. Oder die Wärme irgendwie anders verteilt ist oder in der Nacht nur auf 13 Grad stellt oder so. Ja, und dann ist es natürlich ein Problem. Dann muss man erstmal eine ganze Weile fahren, bis das Ganze sich selber wieder erwärmt durch das Fahren. Ja, klar. Und dann kommt der Strom über den Ladebooster. Ja. Das heißt, ich habe hier noch so einen weiteren Hack quasi gemacht. Ich habe jetzt von meinem Heizungsrohr abzweigend noch ein dünnes Rohr, so ein Leerrohr für Kabel, unter den Sitz gelegt sozusagen. Wo die Batterie ist. Ja. Wo die Batterie ist, genau. Ja, also genau, die Werkstatt hat mir da ein kleines Loch in diese Konsole gebohrt. Mhm. Genau, und da führt dieses Leerrohr rein. Mhm. Und wenn ich es brauche, stecke ich dieses Leerrohr einfach in mein Heizungsrohr. Okay. Und dann heizt du im Prinzip den Raum unter dem Beifahrersitz sozusagen, heizt du mit. Ja. Genau. Ne? Also die Kombination, so eine beheizte Batterie zu haben, plus diese Beheizung, die aktive durch das Rohr, ist eigentlich ideal. Ja, klar. Weil wo ich dann den Heizungsausfall hatte, dann hat es natürlich durch das Rohr nicht mehr geheizt. Mhm. Dafür hatte ich aber Landstrom dann dran und dadurch hat die Heizung dann funktioniert. Mhm. Also muss man sich immer überlegen, nicht, dass man dann plötzlich sagt, ich habe ja eine Lithiumbatterie, die reicht ja ewig. Mhm. Ja, nur man muss sie halt irgendwann wieder vollladen. Ja, natürlich. Ja. Ich habe zwar einen großen Booster, aber der braucht dann auch erstmal eine Weile, bis die Batterie wieder warm genug ist, um zu laden. Und jeden Tag 5 Stunden fahren macht man dann wahrscheinlich auch nicht. Also das ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ein Gedanken, den ich jetzt noch hatte vorhin zum Thema Heizung, also Dieselstandheizung, ist natürlich auch der, man muss natürlich immer gucken, dass der Dieseltank halt voll genug ist. Ja. Das heißt also nach Möglichkeit, immer dann, wenn man die Gelegenheit hat, den Tank voll zu machen, nach Möglichkeit auch zu tanken, weil man weiß im Prinzip nie, falls man denn doch mal irgendwie liegen bleiben sollte und man hat nur noch, keine Ahnung, ein Drittel Diesel im Tank, dann geht es ja relativ schnell so, dass dann irgendwann die Heizung ausgeht, wenn nicht genug Diesel im Tank drin ist. Wir haben immer halb voll gemacht. Das muss man halt immer darauf achten, also immer genug Diesel im Tank haben, dass man also eine gewisse Zeit lang überbrücken kann, um halt nicht irgendwann in die Bedrohung zu kommen, dass man halt irgendwo steht, aus welchem Grund auch immer, Motorschaden oder festgefahren, wie auch immer, und da keine Heizung mehr hat. Denn auch das Thema Heizlüfter, also so einen zusätzlichen kleinen Heizlüfter, der bringt einem natürlich nichts, wenn man keinen Landstrom hat. Das heißt also, den sollte man auf jeden Fall mit sich führen. So einen kleinen, gibt es ja verschiedene Keramikheizlüfter oder von, keine Ahnung, Fritzberger, Camping Wagner oder so ein Ecomat-Ding, was ja auch total toll ist, aber auch ein bisschen hochpreisiger, teuer. Ne? Teuer. Toll, teuer. Aber das bringt einem natürlich nur was, wenn man auf einem Campingplatz steht und da jetzt auch in irgendeiner Art und Weise einen Landstromanschluss hat. Ne? Also du hast es mal nutzen müssen. Genau, da habe ich mit zwei Lüftern, einen vorne, einen hinten. Standheizung kaputt war, ne? Genau. Es ging auch, also minus 20 Grad habe ich da mit dem, ich glaube, der eine hatte mit 1000 Watt ist der gelaufen, der andere mit 750 und es waren immer noch 20 Grad im Auto, also das geht schon. Aber es ist eine andere Wärme, die ist halt punktueller und sowas. Aber da muss man halt immer dran denken, dass da auch der stärkste Wechselrichter, die stärkste Batterie nichts bringt. Nee, oder auch wenn man noch so eine riesen Powerstation dabei hat, die ist natürlich bei so einem Lüfter, wenn das Ding eine Stunde oder zwei läuft, ist so eine Batterie halt auch ratzfatz leer. Ne? Also, da muss man halt drauf aufpassen. Bei Heizung könnte ich jetzt vielleicht noch einen Tipp geben aus eigener Erfahrung. Meine ist ja mal ausgestiegen, kurz vor dem Nordcup, da 2022 war das.
was ich vorher hätte machen wollen, mich aber nicht ausreichend damit beschäftigt habe und nicht wusste, dass das, was mir eine Fachwerkstatt sagte, nicht richtig ist. Ich war da bei so einem Bosch-Service und die sagten, nee, um auszulesen, wie alt die Heizung ist oder wie viele Stunden die schon hat, hätten wir die komplett ausbauen müssen. Das ist tatsächlich beim Nugget wohl Quatsch, sondern es gibt unter der Küche einen Stecker, wo man ein Gerät anschließen kann. Also das kann man jetzt als Privatperson, glaube ich, nicht kaufen, aber Werkstätten sollten das haben. Kann man das Gerät anstecken und dann sieht man bestimmte Daten von der Heizung. Das heißt, man sieht, wie lange ist die gelaufen und so weiter. Und ich musste ja dann leider schmerzvoll erfahren, dass so eine Heizung laut Herstellerangaben wohl nur so für 3000 Betriebsstunden ausgelegt ist. Ich weiß bis heute nicht, wie viel meine hat, weil die war dann ja ausgebaut, dann konnte ich es nicht mehr auslesen. Ja, ja, ja. Aber ich gehe mal stark davon aus, die hatte mindestens zwischen 8.000 und 10.000 Betriebsstunden schon. Also sie hat schon länger gehalten, als sie sollte. Ist dann aber irgendwann mit dem Motor ausgestiegen. Also der Lüftermotor ist kaputt gegangen und dadurch lief die Heizung gar nicht mehr. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist nicht schön, wenn das da oben passiert. Sollte man also kontrollieren vorher. Ja, ja. Genau, am besten mal in der Werkstatt nachfragen, ob die das mal auslesen können. Im Nachgang habe ich erfahren, ja, das würde gehen. Aber ja, gut, hinterher ist spät, ne? Genau. Genau. Und dann mal schauen, wie lange hat man den schon. Ne? Das hat jetzt nichts mit den Jahren unbedingt zu tun. Die Werkstatt sagte mir, ach, 10 Jahre können Sie die locker fahren. Ja gut, ich habe denen auch erzählt, was ich da mit der Heizung gemacht habe bisher. Aber das war ich alles sagen, Katja ist halt jemand, der das Fahrzeug natürlich in ganz anderen Dimensionen nutzt, als wir jetzt als normale Freizeitfahrer. Ja, aber davon Freizeitfahrer, profitieren wir, ne? Genau, profitieren wir. Speziellen Zweck, und von daher, also Katja hat da einen sehr interessanten Blogbeitrag auch darüber geschrieben. Auf ihrer Internetseite nacht-lichter.de. Den verlinken wir auch nochmal. Das könnt ihr euch mal anschauen. Das ist sehr interessant. Und sie hat auch super, super tolle Hilfe gehabt in Norwegen damals in der Werkstatt. Die Jungs, die ihr da geholfen haben beim Einbau oder beim Ausbau der alten und beim Einbau der dann von Deutschland aus per Post gelieferten neuen Standheizung. Das war schon ziemlich spannend. Wir haben es damals eigentlich live miterlebt, weil Katja uns ständig immer geschrieben hat. Das war schon total, total Wahnsinn, das alles mitzukriegen. Ja, genau. Ja, und das andere Problem, was ich mal hatte, betrifft vielleicht auch einige mit einem älteren Modell, so wie ich. Ich glaube, das war so bis 2018, die Modelle hat das betroffen. Ist so ein bisschen Undichtigkeit zwischen Kotflügel und Windschutzscheibe, glaube ich, oder so. Also da vorne in dem Bereich. Und wenn da Wasser reinläuft und am Kabelbaum entlang, der wohl nicht gut abgedichtet ist, was schon so ein Unding ist, und dann ins Steuergerät reinläuft, dann passiert sowas wie bei mir, dass das Auto dann mehr oder weniger ein leuchtender Tannenbaum ist, komplett liegen bleibt, genau, nicht mehr weiterfährt. Haben leider, glaube ich, auch schon einige miterleben müssen. Also da vielleicht nochmal schauen, mit der Werkstatt sprechen, genau, ob man da vielleicht im Vorfeld was abdichten kann oder so. Ne? Ja, man kann zumindest prüfen lassen, ob das irgendwie feucht ist an den Stellen. Also gerade wenn man jetzt irgendwie nach einem starken Regenguss sich das mal anschauen lässt in der Werkstatt, können die halt feststellen, ob dieses Steuergerät halt irgendwie schon nass war oder unter Wasser stand. Und dann gegebenenfalls irgendwie was, ja, entweder es gibt tatsächlich von Ford bei den neueren Modellen irgendwie so eine Plastikabdeckung, die da eigentlich von Werk aus schon eingebaut sein soll. Es gibt aber auch bestimmte Modelljahre, wo man das nachrüsten kann. Und von daher, da müsst ihr euch mal in eurer Werkstatt erkundigen. Und dafür braucht man dann halt solche Blinklichter. Ne? Wenn das wie bei Katja dann ist, dann geht nämlich gar nichts mehr. ADAC Auto, ne? Und ein ADAC am besten, ganz genau. Oder zumindest ein anderer Automobilservice, der einem dann letztendlich aus der Patsche hilft. Genau. Ja, Ford Assistance war in dem Fall nicht so gut. Ja. Aber ihr könnt das gerne mal nachlesen. Ich habe dazu auch einen super ausführlichen Blogartikel geschrieben, auch mit dieser Fehlernummer oder so. Da gibt es ja eine richtige Servicemitteilung bei Ford. Also es ist ein bekannter Fehler, aber leider nicht so bekannt oder nicht so häufig, dass es da einen Rückruf für gab. Ja, genau. Also könnt ihr da mal nachlesen, falls euch das auch betrifft. Kann halt passieren. Bei mir lag es, glaube ich, daran, dass der Schnee vorne da unterm Scheibenwischer lag und dann irgendwann geschmolzen ist durch die wärmeren Temperaturen da im März. Ja, und dann ist es wahrscheinlich einfach da reingelaufen. Deswegen ist halt wichtig, da auch einen Besen dabei zu haben, dass man das immer dann wegfegen kann, wenn es irgendwie Es geht halt nicht komplett. Ja, klar, gut. Aber man kann passieren. Halt versuchen, es vorzubeugen. Genau. Ja, ganz genau. Gut. Eine ganze Menge, ne? Also ich denke mal, für das heutige Video haben wir jetzt eigentlich schon eine ganze Menge Informationen gebracht. Wir werden auf jeden Fall im Laufe des Jahres, bis es denn wirklich nach Norwegen geht, ne, also noch diverse andere Informationen euch bieten. Vor allen Dingen erst entweder als Video auf dem Kanal von Nikola oder bei uns oder natürlich auch als Podcast. Da werden wir sicherlich die ein oder andere Folge noch mit Katja zusammen aufnehmen, wo ihr dann immer noch ein paar Informationen da mehr dazu bekommt, wie zum Beispiel über Bekleidung. Und ich habe gesehen, eigentlich auf dem Skript steht da was zum Thema Straßenverhältnisse drauf. Das werden wir jetzt wahrscheinlich jetzt hier nicht mehr reinpacken können, weil es einfach sonst viel zu lange wird. Denn wir haben noch eine ganz tolle Sache, die wir euch ganz gerne ans Herz legen wollen. Denn wir haben nämlich eine kleine Verlosung. Und Katja lässt jetzt hier mal kurz ein Buch reinfahren. Dieses Buch heißt Nordwärts. Genau. Das wurde uns freundlicherweise von Andrea und Stefanie zur Verfügung gestellt. Die beiden sind selber Nuggetfahrerinnen. Und die haben einen ganz tollen, es ist kein Reiseführer in dem Sinne, erstellt.
Nämlich ein Buch mit ganz, ganz vielen tollen Touren, Campingplätzen, Übernachtungsmöglichkeiten, Ausflugsmöglichkeiten und ja, alles Mögliche, was zum Thema Aktivitäten geht, ja, in Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland und auch im Baltikum. Und da sind wirklich ganz, ganz tolle Bilder drin. Ich glaube, Andrea oder Stefanie ist die Fotografin. Puh. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, gute Frage. Eine von den beiden ist auch Fotografin. Und die haben halt dieses Buch erstellt. Das gibt es jetzt auch schon seit einiger Zeit. Und wir haben von den beiden freundlicherweise insgesamt 3 Bücher zur Verfügung gestellt bekommen, die wir hier verlosen können. Eins haben wir schon im Video von Nikolai verlost. Eins werden wir jetzt hier verlosen. Und bei Katja gibt es dann auch noch mal ein Buch, was sie euch anbietet. Ja, und was müsst ihr denn tun, um dieses Buch zu gewinnen? Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr geht unter unserem Video von Die zwei Mais, geht in die Kommentare und schreibt dort einen Kommentar rein mit dem Hashtag Nordwärts. Genauso wie das Buch heißt. Und also Hashtag ist ja dieses komische Gitterding da, ne? Für die es nicht kennen. Der Gartenzaun. Ne? Die Raute kann man auch sagen, gibt es auch viele. Ja, früher hieß das ja Raute. Früher hieß das Raute, ganz auf genau. Auf dem Telefon, auf den alten, ja, ganz genau, ersten Drucktasten-Telefon. Ja, richtig. Also ihr schreibt einen Kommentar rein mit dem Hashtag Nordwärts und könnt natürlich auch gerne noch ein bisschen was anderes kommentieren unter das Video. Ist natürlich sehr gerne gesehen. Und wir werden das dann irgendwann verlosen. Es gibt einen Einsendeschluss, den wir jetzt zum heutigen Zeitpunkt, wo wir das Video hier jetzt aufnehmen, noch nicht ganz genau wissen. Deswegen blenden wir euch den Einsendeschluss unten jetzt hier in diesem Video ein. Denn wir wissen nicht genau, wenn wir das Video fertig schneiden können und veröffentlichen. Und deswegen machen wir das auf diese Art und Weise. Und dann schreibt ihr dort einen Kommentar rein, Hashtag Nordwärts. Und dann gibt es irgendwann eine Verlosung. Und das machen wir, ja, ich habe gelernt, nicht per Lostrommel. Das heißt, ich werde nicht alle richtigen Einsendungen per Namen aufschreiben, in ein Zettelchen zerreißen und dann in einer Lostrommel rühren und einen Teilnehmer rausziehen, der dann das Buch gewonnen hat. Ja, wir machen das mit so einem Service von YouTube, glaube ich, ne? Ganz genau. Und dann würde ich euch anschreiben und ihr schickt uns dann oder mir dann eure Adresse und ihr kriegt das Buch dann zugeschickt. Natürlich nicht das, sondern es ist noch ein original verpacktes. Das ist Stevos abgegrabbeltes Exemplar. Das ist mein abgegrabbeltes Exemplar hier. Und von daher, ihr kriegt natürlich ein nagelneues Buch. Genau. Genau, sehr schön. Ja. Und toi, toi, toi. Ja, genau. Viel Spaß beim Mitmachen. Und fleißig kommentieren, das ist ganz wichtig. Genau. Ja, kommentieren, genau. Liken ist immer wichtig. Ja, genau. Das ist ja, sag mal, für den YouTube-Algorithmus, das sagen aber die ganzen YouTuber, ne? Ist es wichtig, den Daumen hoch zu machen, vielleicht auch noch zu kommentieren. Und die Glocke ist auch noch wichtig. Und die Glocke ist ganz wichtig, genau. Und wenn wir dann auch noch zurückkommentieren, das ist auch gut für den Algorithmus. Also, Gott, was man so als, Arbeit, Mensch, was man so als YouTuber alles beachten muss, ne? Es ist unglaublich, ne? Und ich bin ja kein YouTuber, aber ich habe mich ja auch mal in Videos versucht. Ja, sehr gut sogar. Ja, gut, das müssen andere beurteilen, aber... Also Katja hat einen ganz, ganz tollen Videokurs gemacht zum Thema Nordlichter oder Polarlichter im Allgemeinen, ganz genau. Und sowohl in Deutschland als auch im Norden. Noch mal eine Minute darüber was erzählen. Genau, also ich will jetzt keinen riesen Werbeblock daraus machen, aber wer sich jetzt sagt, oh Mensch, ich bin schon ganz heiß und ich will da unbedingt hin, ich wollte schon immer mal Nordlichter sehen, vielleicht auch fotografieren, für die habe ich mal einen mittlerweile recht umfangreichen Kurs, der sollte erst kürzer werden, aber dann habe ich gemerkt, hängt doch eine Menge dran, von wie finde ich das Polarlicht, wie sage ich es vorher, wann lohnt es sich draußen zu bleiben, wie finde ich Spots, wie plane ich überhaupt meine Reise, also alles das, was wir jetzt erzählt haben in Langform und wie fotografiere ich es dann auch zum Schluss. All das habe ich mal in einem Videokurs zusammengefasst. Da erkläre ich diverse Apps, so kleine Tutorials. Ihr seht mich da, ich werde da viel erzählen. Ihr kennt das ja schon so ein Stück weit, habt da schon noch mal reingeschaut. Also das ist für alle, die so ein bisschen selbst auf die Jagd gehen wollen und da möglichst viel Erfolg haben wollen, also viel aus der Reise herausholen wollen. Und da stecken jetzt Erfahrungen von knapp 10 Jahren von mir drin. Und ich freue mich immer, wenn ich andere inspirieren kann und mit meinem Wissen vielleicht Fehler bei anderen vermeiden kann, die ich selbst gemacht habe. Ja. Das ist ja durchaus bei so einem Thema nicht ganz unwichtig. Ja, und vor allem haben wir jetzt auch dieses Jahr gelernt, dass es ja durchaus auch möglich ist, in Deutschland Polarlichter zu sehen. Also jetzt nicht nur in Norddeutschland, sondern auch in Süddeutschland. Ne? Genau. Also ihr habt ja im Süden da auch eine ganze Menge gehabt. Also wir haben es ja leider immer verpennt, ne? Aber egal. Auf jeden Fall, wir verlinken euch den Videokurs auf jeden Fall auch bei uns in der Videobeschreibung. Da müsst ihr mal in dem Video unter dem Video auf Mehr klicken. Dann klappt die Videobeschreibung auf. Und da findet ihr den Link direkt zum Videokurs von Katja. Und könnt euch das anschauen, durchlesen und dann da eventuell auch dann gleich bestellen und kaufen, wenn ihr möchtet. Es gibt auch einen kostenlosen Schnupperkurs. Ne? Ja. Es geht auch darum, wie mache ich das in Deutschland. Da gibt es spezielle Tools, um das vorherzusagen. Ja, genau. Also da, für alle, die das interessiert. Ich kann es nur empfehlen, das macht wirklich süchtig. Ihr werdet es noch sehen. Ich habe es ja gestern Abend schon erlebt, ne? Das erste Mal mit Katja. Super. So ein bisschen kleiner Vorgeschmack.
Wunderbar, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Also wie gesagt, schaut bei Nikolai auf den Kanal Van3Live. Da werden wir jetzt immer abwechselnd ein paar Videos zu den ganzen Nordlichter-Touren veröffentlichen. Schaut bei Katja auf nacht-lichter.de oder auf ihren Instagram-Kanal. Der heißt auch Nacht-Lichter, genau, ist ein bisschen anders. Ist alles auf der Webseite oben. Podcast nuggetpodcast.de, das verlinken wir natürlich auch nochmal unten. Und wir würden uns natürlich auch über ein Abonnement freuen, falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt. Natürlich die Glocke drücken, bei Nikolai natürlich auch. Und von daher, jetzt haben wir genug Werbung gemacht für uns. Ne? Wir freuen uns, wenn ganz viele inspirierte, motivierte Menschen dabei sind und wir da eine geile Zeit haben da oben. In dem Sinne, habt einen schönen Tag, habt einen schönen Nachmittag, habt einen schönen Abend, je nachdem, wann das Video schaut. Wir müssen jetzt unsere Nugget-Burg hier abbauen und so leider wieder nach Hause fahren. Ne? In sternförmiger Richtung uns verteilen. Genau, es war ein super geiles Wochenende, es hat total Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank nochmal für eure tolle Führung gestern, deine Mami auch nochmal. Ja. Ne? Ich hatte das ja hier auf der Uhr, ich wusste ja, wo es lang geht. Alles klar, in dem Sinne, ciao. Bis dann, ciao. Tschüss. So, der Aufnahme läuft. Jetzt können wir mal einfach hier hinstellen und dann geht's gleich los. Zum Wetter, Wetter. So, hier herzlich willkommen zum politischen Frühschoppen. Ne? Katja hat ein bisschen Spielzeug mitgebracht. Was wollen Sie kaufen? Lichter, so. Jo. Warte mal. Outtakes. Genau, Outtakes. Die drei Themenstunden. Die drei Damen vom Grill. Ich hätte gerne eine Flasche Pommes. Gut, also ernsthaft. Sehr schön. So war das hier so One-Take. Ist ja toll. Jetzt ist aber just. Nur reicht's. Ja. Oh, hat nicht aufgenommen. Wir müssen nochmal.